der Breitenmarkt findet jeden Samstag statt, von 9 bis 1. Hier auf der Breite Matte in Basel, das ist an der Zürcherstrasse, bei der Tramhaltestelle Waldenburgerstrasse. Heute starten wir. Der Markt ist entstanden aus einer Idee von ein paar jungen Leuten aus dem Quartier. Wir haben uns überlegt, es wäre doch schön, man hätte einen Markt im Quartier, einen Wochenmarkt, wo man jeden Samstag sich trifft mit den Leuten aus dem Quartier, wo man schwätzen miteinander, wo man einen Kaffee trinken kann und vor allem frische Produkte aus der Region kaufen. Und dann haben wir uns zusammengetan, haben mal mit den ersten Leuten angefangen reden, aus dem Quartier, auch mit den Vereinen, die es hier gibt, was sie von dieser Idee halten. Und wir haben so viel positives Feedback bekommen, dass wir gefunden haben, ja, dann machen wir es. Einmal haben wir dabei den Piers Mattenhof aus Therwil. Er bietet frische Bio-Gemüse-Sachen an. Er kauft noch Früchte dazu, die er auch anbietet. Er hat das ganze Sortiment von Gemüse, immer saisonal natürlich. Dann haben wir den Käser aus Allschwil, Dorfkäse Allschwil mit dem Namen Regiobal. Sie machen Käse in Allschwil, in der Dorfkäse, in der Alte, tun das dort verarbeiten und bieten es hier an. Und dann haben wir den Bäcker Jetzer. Er bringt frisches Holzofenbrot hierhin. Wird es vor Ort, man sieht es im Hintergrund wahrscheinlich, wird es hier backen. Und er bringt auch ein Kaffeemobil, wo man frischen Kaffee trinken kann.